hier über Papageienhaltung zu sprechen. Es ist auch Flugshow angekündigt, in der Messehalle eine Flugshow. Ja, hatten wir gestern Abend, als der Su meinte, er muss eine unfreiwillige Runde hier drehen. Aber Flugshow, es sind sehr viele Hunde hier. Ich versuche das Risiko für die Vögel möglichst klein zu halten. Wir werden Saphira nachher fliegen sehen, aber fangen wir erstmal an mit unserer absoluten Weltneuheit. Wir haben den Sven Naumann hier, Volierenbauer, mit seiner Voliere to go. Mein Name ist Florian Obermüller. Oh, Sven fängt schon mal an, bitte, ja. Mein Name ist Florian Obermüller und ich bin Herausgeber der kostenlosen Papageienumschau, die der Michael gleich mal hochhält. Es ist eine Zeitung, die alle 2 Monate erscheint und die Leute aufklären soll, also Frischlinge, die noch gar nie Papageien hatten, aber auch Papageienhalter, man kann immer dazu lernen. Selbst ich lerne immer noch viel dazu aus meiner eigenen Zeitung. Gerade die Tierarztberichte, immer sehr interessant. Und das Ganze eben kostenlos, damit es verteilt werden kann. Zum Beispiel Zoozajak hat ja diese großen Volieren, wo er Vögel verkauft, Papageien verkauft. Er gibt zu jedem Beratungsgespräch die kostenlose Papageienumschau mit, um eben Nachhaltigkeit bei den Papageienhaltern, dass die wissen, was füttert man, wie beschäftigt man die Vögel. Ja, dann ist immer wieder so ein Thema UV-Strahlung, Beleuchtung, Lampen. An unsere Sonne kommt halt nichts ran. Unter unserer Sonne ist diese Erde entstanden. Die UV-Strahlung ist halt einfach die beste. Also haben wir gesagt, die Vögel müssen raus an die frische Luft, an die Sonne. Man sieht jetzt, Sven stellt die Elemente auf, die wiegen so knapp über 10 Kilo, die kann eigentlich jedes Kind tragen. Die stellt man einfach mal aneinander und ja, wir schauen jetzt einfach ein bisschen zu dabei, wie er arbeitet. In der Zwischenzeit stelle ich den Michael Bartsch vor, er steht hier im selben Sweatshirt wie ich. Er ist vom Beruf Koch und hat sich zur Passion gemacht, Papageienmenüs zu kochen. Das heißt, man kann auch den Futternapf eines Papageis interessanter gestalten, indem man den auch schön anordnet. So ein Papagei schätzt es, die finden diese Schüsseln toll. Und Michael setzt sich auch sehr für den Tierschutz ein, dass man möglichst gut füttert, dass man die Vögel gut hält. Und darum bin ich sehr froh, er ist hier aus Hannover und hilft mir immer, wenn ich zur Messe komme. Ja, wir haben dabei zum Beispiel Ricos Futterkiste. Das ist jetzt Papageienfutter vom Feinsten. Die Saaten sind alle kontrolliert, sind schimmelfrei. Ganz wichtig, die Papageien haben Luftsäcke. Das Schlimmste für sie sind die Schimmelpilzerkrankungen, nennt sich Aspergillose. Das Futter wird unter Schutzgas abgefüllt, ist sehr gut zu lagern. Da kommen keine Motten, Würmer rein, also da entsteht nichts. Und da hat man eine schöne, ausgewogene Futtermischung. Aber in der Natur finden die Vögel ja nicht nur Körner. Das heißt, wir haben auch die Pellets von der Firma Klaus. Die haben den Alleinvertrieb von der Firma Harry aus Kanada übernommen und haben wunderschöne Extruder-Pellets, die man sehr gut für Futterverstecke benutzen kann. Futterverstecke nennt sich Foraging, Beschäftigung mit Futtersuche. Das heißt, die Vögel in der Natur verbringen 70-80% des Tages damit, Futter zu suchen. Das heißt, wir haben die zu Hause in so einem kleinen Käfig, wie jetzt Saphira sitzt, absolut ungeeignet für einen Ara. Der kann da nicht mal die Flügel aufmachen. Auf diese Grundfläche passt auch eine 2-Meter-Voliere. Kann man wunderbar aufstellen. Vielleicht hören wir es noch, gelegentlich schreien die beiden. Man hört sie durch die ganze Halle. So ein Ara hat 100 Dezibel. Ist also nicht für Wohnungshaltung geeignet. Dafür gibt es dann wunderbare Wellensittiche, Nymphensittiche, so kleinere Vögel, die dann für Wohnungshaltung geeignet sind. Dafür habe ich die Michaela Umlauf hier vom VBFD, ein Verein, der sich für die bessere Haltung der Wellensittiche einsetzt. Michaela, darf ich dich mal kurz bitten? Die zeigt uns jetzt, wie immer noch Wellensittichhaltung aussieht. Leider, kleiner Käfig, Spiegel drin, Plastikvogel drin. Also meine Frau ist aus Fleisch und Blut und keine Plastikpuppe. Das macht einfach keinen Spaß. Und man sollte auch aufs Futter achten. Sie hat da auch ein Futter drin hängen. Diese ja, sehr süßen Spieße, die bringen nichts. Die Wellensittiche sind aus Australien und sind Grassamenfresser. Also auch da auf eine vernünftige Ernährung achten. Und wie gesagt, das ist wirklich nur ein Transportkäfig, wenn man zum Tierarzt muss. Auch Wellensittiche brauchen Platz. Auch für die wäre eine 2 auf 2 Meter Voliere toll.
Man sieht, während ich hier so ein bisschen erzählt habe, steht das Grundgerüst der Voliere schon. Sven benutzt weder Zange noch Schraubenzieher. Er steckt einfach den Bolzen rein, sichert ihn auf zum nächsten. Dazwischen hat er diese Bleche gesteckt, um die Stabilität zu geben. Das heißt, wenn ich die Voliere im Garten aufstelle, selbst wenn eine Katze drin ist, ein Hund springt dagegen, die Katze ist da drinnen sicher. Wir haben hier auch die Katzenausstellung. Da sind sehr wertvolle Tiere dabei, die kann man natürlich nicht einfach laufen lassen. Also auch für die gut geeignet, aber eben auch für die Vögel. Ich mache das sehr gerne. Ich muss dazu sagen, meine Aras, man sieht, die haben jede Feder, die sind nicht geruckt, die sind entspannt, denen geht's gut. Die leben zu Hause in einem 36 Quadratmeter Papageienzimmer und einer Außenvoliere, 12 Meter Länge, 4 Meter Breite, 3,20 Meter Höhe. Das heißt, es ist Vogelparkmaß, da können sich die auch gut bewegen. Ja, so viel zu der Papageienhaltung. Wunderschöne Tiere, tolle Sache. Aras einfach zu laut, zu groß, der lange Schwanz, der braucht einfach Platz. Wie gesagt, es gibt kleinere Vögel, aber deswegen heißt es nicht, dass die im kleinen Käfig leben müssen, sondern die sollten dann auch vernünftig gehalten werden. So, Sven ist mittlerweile in seinem Käfig und baut das Dachelement zusammen. Er steckt wieder das Blech auf, um dem Ganzen Stabilität zu verleihen, hebt das Teil einfach oben drauf, wiegt nichts, kann jede Frau aufbauen. Jetzt haben wir das Problem, wir leben in Deutschland, ich will Papageien halten, ich habe einen kleinen Garten, ich bekomme keine Baugenehmigung. Man braucht tatsächlich für die Außenvoliere eine Baugenehmigung. Diese Voliere to go ist nicht fest verankert, trotzdem absolut stabil und ich kann die einfach morgens im Garten aufbauen und wenn es der böse Nachbar nicht will, abends wieder abbauen. Da kann keiner was dagegen machen. Die kann ich einfach nutzen. Und so kann ich meinen Vögeln frische Luft gönnen, Sonnenlicht gönnen und wenn ich mir hier noch einen Liegestuhl reinstelle, kann ich mit meinen Vögeln leben. Das ist das, was ich vermitteln möchte. Ich habe hier meine Transportbox, ich bin mit meinen Vögeln unterwegs, auch wenn wir in Urlaub fahren. Diese Voliere in dieser Box habe ich auf der Anhängerkupplung, so wie andere ihre Fahrräder, einfach diese Anhängerkupplung, das Gestell draufgesteckt, die Box draufgehoben. Wir können überall hinfahren und ich kann meinen Aras Platz bieten. Ist nicht gedacht für immer, sondern nur für Urlaube. Wie gesagt, zu Hause leben sie dann in einer richtig fest montierten Voliere mit 12 Meter Länge. Ja, Sven kommt langsam zum Ende. Ich bringe ihm dann schon mal das Seil. Nee, der Michael bringt ihm das Seil. Ja. In der Zwischenzeit noch über die Anwendung. Also wir haben schon gesprochen über Katzen. Ich weiß nicht, ob Tierärzte in der Nähe sind. Würde sich auch wunderbar für Tierärzte und Tierkliniken oder auch für Tierheime als Quarantänestation oder es kommen bei irgendwo Vögel rein, dann stellt man die Voliere einfach auf, ist sehr platzsparend wieder abgebaut, verwittert nicht, die ist jahrelang, jahrzehntelang haltbar, an der fehlt nichts. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Größen. Am Stand ist diese Voliere to go in 6 Meter Länge aufgebaut. Das heißt, ich kann jetzt anfangen mit diesen 2 auf 2 Metern und sage dann, Mensch, ich hätte doch gern ein bisschen mehr Platz oder der Geldbeutel hat nicht ganz gereicht. Dann erweitere ich einfach im nächsten Jahr um weitere 2 Meter. Dann haben wir das Ganze auch der Taubenhilfe schon vorgestellt. Ja, ich bin irgendwie dazu gedrängt, geschubst, gemacht worden. Ich mache auch noch eine Taubenumschau. Viele von uns, auch ich, haben die Tauben in den Städten kaum bis gar nicht beachtet. Die werden weggetreten von Kindern und Hunden gejagt. Wir versuchen mal wieder zu zeigen, auch unsere Stadttauben bereichern das Stadtbild, machen es lebendiger, sind toll für Fotos, wenn man die ein bisschen pflegt. Es gibt eben diese Taubenhilfen in fast allen großen Städten, die kümmern sich drum, die stellen Taubenschläge auf, füttern die Tauben mit gutem Futter und tauschen die Eier gegen Gipseier aus. Also kontrollieren auch die Vermehrung und einen gesunden Taubenbestand kann jede Stadt gut vertragen. Es gehen keine Krankheiten von ihnen aus und ja, würde es uns besser gehen, wenn ein bisschen Leben in den Städten ist und den Tauben auch. Also auch die Taubenumschau bei uns am Stand gerne zu sehen. Ja, die Voliere steht.
Jetzt hole ich noch Safira. Die schickt mir jetzt der Michael.